Jo, ihr Leute, herzlich willkommen zurück zu Far Cry. Oh, hat er gerade hier irgendwie zwischen. Was hat denn jetzt hier gejagt? Ein Bär oder was? Ne, ein Wollnashorn. Na komm, wir machen heute mal eine Folge Irki. Ich werde aus der langen Folge, die wir in der letzten Folge aufgenommen haben, tatsächlich zwei Folgen machen. Also ich hatte Folge, die irgendwie für zwei. Oh, von mir. Achso, das ist so ein Wollnashorn, okay. Ich habe ja die Folge mit 32 Minuten. Oh, eine technische Rutsche verfügbar. Sehr gut. Ich muss auf jeden Fall Rotblätter mal wieder farmen ein bisschen. Wegen Bestie und so. Und vor allen Dingen, was ich ebenfalls farmen muss, ist Holz. Warte mal. Das ist wieder unten so eine Art Event. Aber wir wollen zu Irki. Ich befürchte aber, dass die uns gerade gesehen haben. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall. Na, geil. Was haben wir hier? Ja, jetzt müssen wir es tatsächlich machen, ne? Knack. Ist ja. Ja, nimm den Fall mal wieder aus dir raus. Kollege. Wenn die Ereignis abgeschlossen sicher. Ich wollte eigentlich nur ein bisschen. Ja, ich meine, ich habe jetzt wieder genug Möglichkeiten, wo ich Holz farmen kann. Na ja, ja, was soll. Na, warum? Ah, das wurmt mich. Nerv mich doch nicht einfach, Mann. Tushi. Die Beste. Nimm mal ein bisschen Stückchen Fleischi. Ah, das war mich doch ziemlich viel. Ich hätte das so gern gehabt. Was haben wir hier? Und 27 Gigantchen. Ja, der Ort ist aber von alleine, okay. Schon wieder Venja. Schon wieder Izilan. Warte, warte. Dann hauen wir da mal hoch. Wir wollen ja zu Irki. Oh, war eigentlich nicht so geplant. Ne, nimm mal mit. Komm her. Irki! Du verrückter Chaos, was willst du diesmal? Longta! Longta! Oh, na Horst! No. Horst Irki! Whack Horst! Whack what day? Quack what, Henry? Harsh Irki fat ass cash yarsh. Irki nawa fadas dausa. Irki nawa fat ass. Trash, trash. Oh, pass the mask and nawa fat ass. Nawa fat ass how harsh shitawa. Woo. Oh. Ich soll mich finden und mehr bringen, okay. Gweiß Hars Barum. Trash! Na gut. Irkis neuer Mief. Welch eine Überraschung. Okay, solltet ihr mal unbedingt duschen gehen, wenn er so ein bisschen mieft? So, ich hole mir kurz eben das Stückchen Holz, was da noch so ist, weil, wie gesagt, wir brauchen es ja. Wir haben es ja schon mal in der letzten Folge gemerkt. Oh, auf einmal hatten wir keine Holz mehr für die neuen, für Pfeile. Wir haben ja wieder jetzt 24 Stück, das ist immer gut.
So, warte mal. Wo müssen wir überhaupt lang? Irgendwie da lang in die Richtung. Also müssen wir da hoch, glaube ich. Kriegen wir da irgendwie eine Möglichkeit hochzugehen? Nehmen wir den Stein immer mit. Besorge die Mief-Zutaten für Erki. Okay, das ist der Plan an der Sache, also. Komm, ich will. Oh, geh. So, zwischendurch mal ein bisschen runterrutschen, das ist egal. Weil ich will ja da hoch irgendwie. Aber ich hoffe, da haben wir da irgendwo einen Kletterhaken. Ne, haben wir nicht, ne? Da oben. Hoffe ich zumindest, dass das funktioniert. Ja. Dann müssen wir gucken, dass wir da zumindest. So, einmal weiter. Dann sind wir jetzt so. Okay, dann haben wir das zumindest auch erledigt. Der. Aua. Ich nehme immer alles mit. Und mit Jaffa nehme ich jetzt auch kurz. Wobei den. Entschuldigung. Der Säbelzahntiger stärker sein müsste eigentlich als ein. Ja, solange ich euch jetzt. Ich greife euch nicht an, keine Sorge, ich tue euch nichts. Ah, das war mir klar. Das Problem, ich krieg's jetzt wieder auszubaden. Ich darf jetzt gleich wieder ausbaden, weil die jetzt wieder. Genau, das ist es halt. Ja, ich darf jetzt wieder ausbaden. Geh mir den auf den Sack, Alter. Danke, du Ziegerchen. Geil, und ich sterb wieder. Das ist doch zum Kotzen, ey. Ja, du musst sterben. Weil diese Scheiß. Weil mein Säbelzahntiger. Diesmal war er nicht schlau genug und hat einfach Mammut angegriffen. Die hätte ich sogar weggelappt. Weil ich muss ja die Zäh. Ich muss ja die Viecher. Ah, gut, okay, wir können weitermachen. Wir müssen also eine Honigwarm. Drei Honigwarm, ach, so ein dumm. Ah, jetzt geht's mir wieder auf den Sack. Geil. Kannst du mal da irgendwo hinkriegen? Hör doch mal auf mit der Scheiße! Ja, guck ich die wieder auf. So, bereut jetzt bitte. Jetzt hör auf mit der Kacke, da irgendwas zu machen. Ich muss noch so ein Dung finden. Nummer 1, zumindest noch so ein Dung. Also, ich muss jetzt die Kacke von Nashörnern aufsammeln. Du sollst die Viecher bitte nicht angreifen. Tu mir den einen kleinen Gefallen. Ach, komm her jetzt. Sweet-Proof-Bobblatt, ja. Ich brauche allerdings jetzt wieder. Na, so ein Kacke. Ah ja, greif mich an, du Mistkerl. Tushi. So, vielleicht kann ich wieder ein bisschen brauchen, weil ich brauche ja. So, wir brauchen immer noch Nashundung. Und eine Honigfarbe. Ich höre doch gerade da irgendwie was umflattern. Und ich stehe auch drin. Okay. Nummer 3. Ich hole gerade die beiden Holzpfeile raus. Kannst du mal bitte kacken gerade? Scheinbar wollen die gerade nicht kacken. Ah, hier hat einer gekackt. Okay, dann nehmen wir das mit. Komm her. Ja, mitgenommen 4. Uns fehlen jetzt immer noch eines. Also einmal muss er noch kacken irgendwo.
Ich lasse jetzt gerade einfach ein bisschen, ich will dir ein bisschen in Ruhe lassen, das ist das Problem an der Sache. Ich brauche. Ah, hier müsst ihr ja, könnt ihr mal wo hinkacken, bitte. Hier ist Kacke. Okay. Gut. Nashorn Kacke abgearbeitet. Wenn er das nehmen würde. Jetzt so das auch. Wunderbar. Nashorn Dung abgearbeitet. Das heißt, wir müssen jetzt den nächsten die Honigwabe machen. Uns fehlen jetzt 3 Honigwaben. Und wir müssen einen Braunbären zähmen. Und dann sind wir zufrieden. Das nächste machen wir jetzt gleich. Moment, ich werde kurz die 2 Hölzer hier mitnehmen. Ja, wir haben eine Folge tatsächlich dabei. Oder 2 Folgen dabei, wo es nicht so ganz lief. Aber eigentlich war das zumindest der richtige Auftakt, der richtige Weg, es vielleicht zu schaffen, wenn wir die snacken könnten, alle nach und nach. Ich blieb es nämlich wirklich eigentlich aus dem Hinterhalt zu arbeiten. Es macht um einiges einfacher, als wenn wir die richtige mit drauf haben, weil das Ding ist eigentlich sehr schwer. Und es ist auch sehr schwer. Wir brauchen es also auf jeden Fall. Wir müssen also Missionen machen weiterhin. Ich weiß nicht, ob es leicht. Ah, jetzt gehen mir die Izilla wieder auf den Sack. Da von mir. Ihr geht mir so auf den Piss, Männer, Mädels und Jungs. So. So, die Frage ist, was ist das hier? Ist das der Braun? Vermutlich. Oder ist das mein Tiger? Oder ich hab Hunger. Ne, sind die Honigwaben, oder? Ja, komm her. Kannst du mal die Honigwabe nehmen? Ja, 1. Okay. Und da ist ein Braunbär. Wunderbar. Komm her. Ja, ist gut. Ich will dich zwar nicht haben, aber ich brauche dich zum Zähmen. Den Braunbär brauche ich dann. Ja, ich brauche aber meine. Ich habe. Wollte eigentlich mal eine andere Bisse hier haben. Dann sehen wir uns den Tiger, den brauche ich wieder. So, ich brauche eigentlich. So, welchen brauche ich nicht? Welchen ist auch wieder weg? So, ich habe meinen Säbelzahntiger. Ich habe zumindest meinen. Ach, leck mich doch am Arsch. Also, haben wir den mehr noch. Also müssen wir doch den Bär nehmen. Okay, dann ist das okay. Hat ein Spiel manchmal. Das ist Werbe. Nummer 2. Wir brauchen noch eine Honigwabe und dann haben wir das Thema. Alle und ich nebenbei farm ich wieder ein bisschen Holz. Ihr wisst ja, ist es gut. Da ist auch ein Rotblatt. Das brauchen wir auch mittlerweile wieder für die. Ach, Leute. Wir werden wieder von irgendwas gesehen. Ich vermute die Zilla. Grünblatt nehmen wir auch mit. Und den Stein nehmen wir auch mit. Wie gesagt, kannst du ja alles mal gebrauchen. Und wenn wir schon mal hier sind, machen wir das auch so. So, was brauchen wir als nächstes? Die noch eine dritte Honigfarbe, ne? Hau doch mal ab von mir!
Geht der mir auf den Piss, Alter. Ich hasse das. Dieses Problem mit diesen scheiß Izilas, man, die tauchen eigentlich tauchen auf, wenn sie nicht gebraucht werden. Und das ist das Problem, man, so. Ich habe eine. Die ist da oben, ne? Oder der ist da oben. Und dabei will ich nur farmen. Nur mit. Und dabei will ich nur weiter farmen. Das ist das Problem an der Sache. Also, ich habe dann eigentlich nicht mal was getan oder so und so was. Ich suche halt, wie gesagt, immer noch die dritte Honigwabe. Und sag bloß, das scheitert jetzt an diesem Chest-Ding da, ne? Dass ich irgendwie nicht abgearbeitet bekomme. Alter, wie nervt der Typ mich ein bisschen, wenn ich mal ehrlich bin. Also, wir zwei. Bis jetzt auch wieder fast 40 haben oder so, keine Ahnung. Ist mir aber auch herzlich egal. Da. So. Oh, Leute, fuck mich nicht ab. Ja, wofür sind es nicht, aber 24 haben wir geholt. Zack, und der nächste, den holen wir jetzt auf dem Weg. Wir brauchen, wie gesagt, immer noch eine Honigwabe. Und die ist da oben. Ein Bärchen jetzt bitte in Ruhe. Bärchen lässt mich in Ruhe. Wunderbar, und wir haben die zur Honigwabe. Geh weg. So, wir machen uns auf zu Hirki. Schnell weg hier, bis wir uns die Izilla wieder auf den Piss gehen. Die Typen manchmal nicht. Wir können hier runter. Nichts lieber als das. Wir sollen mit Hirki sprechen. Aber der ist ein bisschen verrückter Typ auf jeden Fall. Warte mal. Was will er jetzt machen? Reden. New Yorky, ha? Ha, now a fat ass. Oh Gott! Du kackst jetzt nicht irgendwo dahin, oder? Ja, genau, schnell wegdrehen. Greif ihn an. Okay, ist neue Mief abgeschlossen. Dankeschön, Bärchen. Sind wir den Typen jetzt irgendwie los oder kommt der irgendwie nochmal wieder? Halt die Fresse. Ich hätte gedacht, der verreckt jetzt vielleicht irgendwann mal dran. Schon wieder irgendwie Action zu sein, gerade dahin, aber ich hoffe, dass es wieder unsere Leute sind. Ich muss weiter ein bisschen farmen. Ah, wir haben Irki weggearbeitet. Boah, was ein Typ, ey. Hoffe ich zumindest, dass der jetzt irgendwo mal da unten ist. Aber wir sind leider noch nicht bereit, wie gesagt, die. Oder ich bin einfach zu blöd. Das kann auch sein, theoretisch der Grund sein. Naja. Wie dem auch sei, wir haben zumindest mal Irki weggearbeitet. Der kommt ja immer mal wieder. Das ist das Problem, den will ich gerne so gerne haben. Ja gut, Feuerkreischer Bullweg, wir müssen auf jeden Fall deutlich ein bisschen mehr was tun. Wir sind ja hier momentan, also sei es nicht mehr so weit weg. Ich könnte ja mal wieder hierher reisen. Ich würde nämlich gerne auch immer mal diese Außenposten hier machen und dieses, den Wegpunkt. Das war die zumindest mal sicher haben, aber dieses läuft halt sehr schwer. Oh, das ist krass.
Genau wie die beiden auch. Also wir sind also scheinbar doch überhaupt nicht auf die bereit. Diese Außenpositionsmittel schwer. Also, aber ich weiß nicht, gibt es hier irgendwie so Level oder so? Wir haben eine neue Fähigkeit. Pfeile herstellen. Das ist gut. Nehmen wir mit. Wir haben jetzt also quasi nutzen jetzt, brauchen jetzt die Hälfte der Rohstoffe für neue Pfeile. Das ist immer gut. So können wir nämlich schön viele Pfeile craften. Gut, liebe Leute, dann mache ich jetzt mal mich auch wieder ins Dorf. Weil ich jetzt mal so langsam wieder Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge gleich wieder. Also was heißt denn gleich, sondern wir sehen uns in der nächsten Folge überhaupt wieder. Bei Let's Play Far Cry Primal. Ja, und dann gucken wir mal, was uns als nächstes so erwartet. Ob es der gute Irki wieder auf den Sack geht oder ob der mittlerweile ersoffen ist. Keine Ahnung. Wie dem auch sei, ich bin raus. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Far Cry Primal. Und ja, dann schauen wir mal. Bis dahin und auf Wiedersehen.